Morgen, liebe Fahrspaßfreunde. Heute bei uns im Kanal der Volkswagen Arteon. Die Betonung liegt auf Art für Kunst. E.ON sind die neuen Topmodelle von VW. Der ist auch ganz neu auf dem Markt. HGP hat schon Hand angelegt. Wir haben uns den Wagen geschnappt. 480 PS sind eine richtige Ansage. Einer der ersten weltweit getunten Fahrzeuge, weil die mussten ja die Steuergeräte neu knacken, die mussten die neue Software aufspielen, die mussten da Anpassungen vornehmen und so weiter. Ist ja nicht nur Leistung einbauen. Ist wieder sahnestückmäßig gelungen. Und wie er fährt, zeigen wir euch heute. Ja, was ist besonders am Arteon? Es ist im Prinzip eine Stufenhecklimousine mit Kombi-Heckklappe. Und wie es ausschaut, zeige ich euch. Nämlich so. Piept auch wie bei einem Bus, wenn man rückwärts fährt. Passt auch irgendwie, weil vorne sieht es aus wie Golf oder Passat. Wenn man sich aber umdreht, dann hat man hinter sich wie einen Bus, wie einen leeren zum Rangieren gefühlt, weil der so lang ist. Also ist schon eine Umstellung, aber fährt sich schön. Liegt breiter, weil er ein bisschen vom Radstand her breiter ist, von der Spur meine ich. Also liegt satt auf der Straße und macht Laune, aber ist halt ein langes Teil, ne? Aber mit langen Teilen kennen wir uns aus. Auch ganz grob, der Arteon als in der 280 PS Version mit DSG-Getriebe und R-Line kostet ab roundabout 49.000 Euro. Was hat HGP hier gemacht? Schauen wir mal kurz vorne rein. Da ist er, 2 Liter Nährmaschinenmotor. Hier hinten sieht man schön, der Turbolader ist von HGP geändert. Sämtliche Steuergeräte sind natürlich angepasst, die DSG-Kupplung ist verstärkt. Am Luftfilter ist was gemacht worden. Der hier hat auch, wie bei den HGP-Fahrzeugen üblich, das KW-Gewindefahrwerk, OZ-Felgen, 20 Zoll und eine Sportabgas-Klappenanlage. Die hört man beim Start nicht so, aber wenn er dann fährt, dann haut er schon ordentlich die berühmten DSG-Fürze raus. Ja, Arteon typisch. Keine Scheibenrahmen. Mach mal zu, weil er sonst meckert. Innen im Prinzip eine Mischung aus Golf 7 und Passat, sehr wertig. HGP hat hier noch ein Feature drin, dass man im Virtual Cockpit quasi die Domain HGP Turbo sieht und vor allem die Geschwindigkeitsanzeige, Motoröl, Ladedruck, Ansaugluft kann man hier noch sich anzeigen lassen. Und ansonsten ist der Innenraum unverändert, sehr wertig, sehr cool. R-Line-Ausstattung läuft, würde ich sagen. Neu ist dieses 9,2 Zoll Touch-Display mit Wisch-Funktion. Das ist ziemlich cool irgendwie. Da kann man nämlich und kann da ein bisschen rumspielen, die Sender einstellen quasi. Was kosten bei dir, Süße? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.
so you can go kick rocks, I'm a stack bricks. So habe ich auch gelesen, man bereitet sich ja vor, Konkurrenzanalyse und so weiter, dass die feinen Motorjournalisten geschrieben haben, ja, so über 1,80 hat man ein Problem mit hinten. Das können wir jetzt mal ausprobieren. Also ich bin gute 1,92 und schauen mal, ob das passt. Ganz ehrlich, wenn ich hinten sitze, dann sitze ich entspannt drin, oder? Dann sitzt man auch mal so drin, man lümmelt vielleicht, keine Ahnung, so. Sind wir mal realistisch einfach. Und das geht im Arteon super. Und wenn ich jetzt ganz brav sitze, ja, da habe ich trotzdem noch sehr viel Beinfreiheit. Der Sitz ist auf mich eingestellt vorne, also klasse, kann man nichts sagen. Jetzt erstmal Käffchen. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. Ein Launch-Control starten so. Rally. So, wieder festhalten. Also, linker Fuß auf die Bremse, pass auf, ja, okay. Vollgas, pass auf. Vollgas und runter. Und los. Alter Schwede. Wahnsinn. Ja, und nach getaner Arbeit muss man, oder nach Gebrauch muss man das Gerät natürlich auch wieder reinigen. Und das machen wir jetzt in der Waschstraße. Passt. Servus, hi. Hallo, herzlich willkommen bei Waschkraft. Danke welches dir. Programm darf es denn sein? Das Sanfte bitte. Genau. Sag mal, wie findest du eigentlich hier diesen Arteon von HGP? Ist schön. Schön? Nur ist, schön? Ist echt, Also ist echt ein gelungenes Auto, auch von Volkswagen aus. Ja. Und natürlich Martin Kleef. Kennst du natürlich? Selbstverständlich. Echt? Coole kommt Sache. Kommt echt oft zu uns waschen. Und ist jetzt nicht gestellt. Also wirklich, wir sind jetzt hier quasi zum Autowaschen. Also weil wir den Wagen jetzt abgeben und ja. Ja, cool. Das sind echt schöne Autos, die er macht. Und ja, gibt ihm nochmal ein Pep, ein schönes. Machen Pep. Wir. Weltbekannt auf jeden Fall. Naja, genau. Coole Sache. Selbe Frage wie immer, wie findest du den Arteon? Arteon. Du kannst es nicht mal richtig aussprechen, das ist schon traurig. Ja, da hat sich jetzt VW so viel Mühe gegeben. Seid ihr für zwei Idioten, der kann das gar nicht, der weiß gar nicht, was er da fährt und so. Meine Devise ist immer, sei schlau, stell dich dumm, lass den anderen reden. Ne? Weil, ja, genau. Also erklär mir jetzt doch mal denn, bitte. So. Was finde ich? Also alles. Von außen gefällt er mir besser als von innen, muss ich sagen. Aber innen ist ein Mix aus Golf 7 und Passat. Ja, genau. Und das finde ich jetzt ein bisschen schade, halt ein bisschen. Aber sportlich ist er auf jeden Fall. Ja, sportlich, vor allem mit dem Paket hier wieder von HGP. Ist zwar auch wieder 480 PS, aber ein neues Auto, Software muss man wieder neue machen, alles und so weiter. Auf jeden Fall, also mir hat es Laune gemacht. Und man hat Platz dahin. Hat richtig Platz. Ja, auf jeden Fall. Für Bunnies, weißt schon? Ja, ja. Für die Bunnies oder für die unserem Cocktails Fall, vorreichen. In unserem Fall für Mutti. Also, liebe Grüße aus dem Arteon. Ja, Sonntag ist Putztag. Ne?